Jo, Freunde, hi. Ja, ich bin jetzt gerade angekommen. Ja, ich habe jetzt mal die Motormaschine gecheckt, weil ja, dachte mir, der Dieselfilter, ich habe hier nochmal einen separaten, der ist, sieht man das? Der ist ja relativ voll oder zu. Muss ich mal schauen, ob ich den tausche, aber das Gravierende, anderes. Keine Ahnung, ich meine, die Werkstatt meines Vertrauens hier. Ja, Loch, Risse, super, geil. Ja, das ist gar nicht mehr richtig fest. Nochmal ein bisschen hier. Ja. Ich muss schauen, wie ich das repariere. Okay, bis dann. Das ist das Kurbelwellenentlüfter Schlauch hier. Und das ist total porös. Das hier gehört so rein. Oben, okay. Habe hier unten gerissen. Und da ist irgendwas mit Klebeband gemacht worden. Ich hasse es. Wieso? Da ist doch Druck dahinter. Hier habe ich hier man sieht der Falschluft. Ja, ich versuche es mal mit dem Kleber, aber ich kann es dir gleich sagen, das wird nicht halten. Das wird gleich. Muss ich dann gleich heute bestellen. So, und dann machen wir ein Panzertape drauf. Seite auch noch mal.
Der Lusch. Der hat doch ein scharfes Messer. So, schauen wir mal da. Es ist nicht sauber, ja, aber ich habe nichts anderes. So ein Gartenschlauch wäre auch super, aber naja, probieren wir es später. So, jetzt probieren wir es. Naja, Kind sollte erstmal halten. Okay. Bisschen weiter vor. Erstmal es vorerst mal halten. Jetzt kommt der Filter dran. Machen wir gleich da hinten weg. So, jetzt schneiden wir mal auf. Guck mal, wie es jetzt ausschaut. Ich sag da echt, die Messer waren früher, glaube ich, besser. Nee, heißt das? Genau, Gegenflussrichtung. Ja. Ja. Krass. Ja. Der war mal weiß. Man sieht's. Total verdreckt. Gut, jetzt haben wir es. Machen wir es wieder zu. Ja, richtig verdreckt. So. Jetzt machen wir gleich einen Testlauf. So, jetzt machen wir gleich einen Test. Man sieht jetzt hier, glaube ich, kaum was. So, jetzt ist er halt gerade warm. Das ist super. Dann muss ich morgen nicht orgeln. Deswegen machen wir gleich an. Dann raus, ja. Und los.
alles fest. Ja, kleine Reparatur. Ich mache jetzt nochmal einen Öltest. Schau, ob das Öl passt und die Kühlflüssigkeit. Ansonsten müsste es wieder passen nach Deutschland. Gell? Bis später. Hat einer von euch einen Kabelbinder rumliegen? Ich brauche jetzt eins. Ja. Okay, ich habe es jetzt eingebaut. Das habe ich auch fertig. Gut, bauen wir wieder zusammen. So, jetzt was fürs Auge. Okay, jetzt haben wir es erstmal. Werden wir dann morgen sehen. Gang rein. Okay, bis später.